Wie toll, das nimmt hier richtig Fahrt auf bei YouTube. Ich freue mich sehr über eure zahlreichen Kommentare. Und einer hat mich gerade echt total abgeholt. Da hat sich jemand ganz, ganz viel Zeit genommen, um das Thema Asexualität oder asexuell, ich weiß nicht genau, wie man es betont, so ein bisschen aufzudröseln. Denn da ich ja noch nie eine Beziehung hatte, noch nie einen Freund hatte, noch nie irgendwie ja, sexuelle Erfahrungen gemacht habe mit anderen Menschen, ist es natürlich so, dass viele Menschen versuchen, irgendwie so einen Stempel aufzudrücken. Und eigentlich bin ich gar nicht so sehr der Fan davon, wenn man so in Schubladen gesteckt wird, weil ich immer denke, ey, das Leben ist so lang, so bunt, so vielfältig, da kann sich doch alles ändern. Aber trotzdem hat mich der Kommentar gerade richtig abgeholt. Auf der einen Art und Weise natürlich, weil er unglaublich toll und sehr, sehr respektvoll und liebevoll formuliert wurde. Auf der anderen Seite, weil da so viel, ja, so fundiertes Wissen, wie ich finde, drin ist, denn da spricht jemand von einer Situation, die er selber kennt. Und das finde ich ja immer ja, am ehrlichsten und viel, viel besser als so 1000 ja, Definitionen, die man für Menschen, die halt noch nie eine sexuelle Erfahrung gemacht haben, im Netz findet. Ich habe da tatsächlich mal einen Test gemacht, ich glaube sogar mit euch hier zusammen auf YouTube. Und da waren halt so ja, überspitzte Fragen natürlich drin, ne? So nach dem Motto, erstmal natürlich, hast du schon mal Sex gehabt, hast du Interesse, bla bla bla. Und das habe ich alles mit Nein angekreuzt. Aber natürlich waren dann auch so Fragen, ja, hätte ich selber drauf kommen können, dass das natürlich Quatsch ist. Aber manchmal hat das ja einen wahren Kern, so dieses, hey, musst du dich übergeben, wenn du verliebte Pärchen im Park siehst? Nein, ich finde es ja total schön, wenn Menschen verliebt sind. Und ganz ehrlich, ich gucke auch gerne zu. Also ihr wisst, was ich meine. Ich sehe gerne Menschen an, die nicht nur freundschaftlich verliebt sind und ja einfach total herzlich und liebevoll miteinander umgehen, sondern es ist halt einfach was anderes. Ne? Wenn ich zum Beispiel meine Cousine sehe mit ihrem Mann, wie liebevoll, wie... Und das ist einfach so, so schön. Oder mein besten Freund oder meine beste Freundin, gefühlt alle um mich herum leben... Nee, nicht alle. Die meisten um mich herum leben in sehr, sehr glücklichen und erfüllten Paarbeziehungen. Und das sehe ich gerne. Das ist so ein anderer Blick, den man irgendwie aufeinander hat. Und ich freue mich dann immer für die. Ich schaue mir das an und denke mir, ach, wie schön. Klar, ich kenne auch viele Beziehungen, die ja leider einfach scheitern. Aber eine gescheiterte Beziehung ist ja am Ende auch nicht schlimm. Ne? Wenn eine Beziehung oder zwei Beziehungen scheitern, nee, lasst mich kurz rechnen. Wenn eine Beziehung scheitert, haben ja eigentlich vier Menschen die Chance, glücklich zu werden. Und ich glaube auch, eine Beziehung ist auch nichts, wovor man irgendwie Angst haben sollte, weil das werde ich häufig gefragt von Menschen, die auch noch nie eine Beziehung hatten, ob ich nicht auch Angst davor hätte. Und da denke ich mir so, also eine Beziehung ist ja nie was Schlechtes. Ne? Also Beziehung bedeutet Arbeit, Beziehung bedeutet Kompromisse, aber es bedeutet ja auch unglaublich viel schönes Miteinander. Und ich denke, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, wenn man als glücklicher Mensch in die Beziehung gegangen ist und sich nicht vom Partner irgendwie dieses Glück leiht, dann ist man ja auch glücklich, wenn die Beziehung endet. Hey, dann hat es nicht gepasst. Aber wenn man so der Mensch für Beziehung ist, ich glaube, dann ist das was ganz, ganz Wunderbares. Deswegen dieses Gefühl von Angst, hoffe ich, dass das niemand hat. Liebe soll das schönste Gefühl der Welt sein. Ich habe es noch nie erlebt. Kann ich jetzt nicht unbedingt mitreden, aber klar, ich werde in Interviews und in, ja, gerade bei Social Media, natürlich, weil das viele Menschen total mit Unverständnis betrachten, immer wieder auf das Thema angesprochen. Und gerade dieser Kommentar, so dieses, wie sich asexuelle Menschen fühlen, dass die halt kein Interesse daran haben, mit jemand anders zu schlafen, eine Beziehung einzugehen oder überhaupt Zärtlichkeiten mit jemand anders auszutauschen, ja, kann ich Haken hintermachen, sogar mehrere. Und vielleicht ist das so. Vielleicht bin ich tatsächlich asexuell. Vielleicht ist das so ein Stempel, den ich mir aktuell geben kann. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, vielleicht nicht. Früher lag es definitiv daran, dass ich einfach meinen Körper selber so ekelhaft und abstoßend fand, dass ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass es irgendjemand anders den schön findet. Also ich fand mich ja selber so schrecklich, ich hätte mich niemals irgendwem zumuten wollen. Und das lag nicht daran, dass nicht sehr, sehr viele, ja, liebe und aufmerksame Menschen mir
auch auf sexueller Ebene Interesse geschenkt hätten. Also die Angebote waren da, aber ich war ja viel zu gefangen in mir und ich hätte es überhaupt nicht ertragen, wenn mich jemand berührt oder geschweige denn sieht. Heute ist das anders und trotzdem hat sich dieses Gefühl nie eingestellt. Und vielleicht kommt es noch. Also klar, ich würde mich gerne mal verlieben, aber wirklich einfach nur so aus Neugierde. Und dafür müsste man halt jemanden daten. Und allein der Gedanke, das ist für mich so dieses Warum? Vielleicht muss ich den Gedanken, dass ich mich gerne mal verlieben würde, mal überdenken. Vielleicht ist es inzwischen so ein verinnerlichter Glaubenssatz, so nach dem Motto, hey, man muss im Leben mal alles ausprobiert haben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man muss nicht alles ausprobieren. Wenn sich nichts in einem danach sehnt, warum sollte man sich für irgendwas verbiegen? Also ich finde es auch toll, wenn Menschen erzählen, dass sie einen Fallschirmsprung machen. Trotzdem wäre das jetzt nichts für mich. Und ich kann das nicht wirklich beschreiben, aber dieser sehr, sehr nette Kommentar hat halt gesagt, hey, ich habe dein Buch gelesen und das, was du beschreibst, das passt sehr gut zur Asexualität. Und das ist dann halt nicht nur aufgrund von irgendwie 20, 30 kurzen Videos hier oder bei den anderen Plattformen, sondern da hat jemand mein Leben gelesen und sagt, hey, das klingt so ein bisschen nach mir. Und das finde ich schön. Deswegen, wenn mich jetzt in Zukunft jemand fragt, ob ich asexuell bin, werde ich wohl vermutlich eher sagen, kann sein. Mal schauen. Also total spannend und vielen, vielen Dank, dass wir hier so schön im Austausch sind. Das macht echt großen Spaß mit euch hier bei YouTube. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so eine Plattform für mich ist. Aber ja, ihr heißt mich so herzlich willkommen und das ist echt der Wahnsinn. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir eine immer größere und so tolle Community werden. Das freut mich riesig. Und jetzt ist Schützenfest. Jetzt geht's gleich los in die Stadt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag. Passt auf euch auf und trinkt genug. Tschüss!